Einer der vielen Überlieferungen zufolge nimmt ihn Josef von Arimathea mit sich auf seine Reise, die ihn von Frankreich auf die britischen Inseln führt. Im Süden Englands geht er an Land, um bei der heutigen Stadt Glastonbury die erste Kirche auf englischem Boden zu gründen. Hierhin, wo noch heute die Ruinen einer alten Benediktinerabtei stehen, soll er den Gral gebracht haben. Es gibt verschiedene Überlieferungen von dieser Gralsgeschichte. Er wurde nach England gebracht, hier in die Gegend von Glastonbury. Nicht lange nach der Kreuzigung soll er hier aufgetaucht sein. Und dann ging er verloren. Und Arthurs Ritter gingen auf die Suche nach ihm. Die Gralssuche ist eng verknüpft mit jenem legendären König Artus. Aber nicht in der Legende. In der Geschichte suchen wir nach Spuren seines Lebens. Sie sind spärlich. England ist nach Abzug der römischen Kolonialmacht zerstritten. Das Land am Ende des 5. Jahrhunderts nach Christus ist ein Land in Aufruhr. Artus siegt in 12 Schlachten, wie die Chroniken berichten. Es gelingt ihm, Anarchie und Chaos zu beenden. Als Friedensbringer, der noch heute dafür bewundert wird, geht er in die Geschichte ein. König Artus verkörpert Britanniens goldenes Zeitalter. Sein Herrschaftsgebiet, die Bretagne in Frankreich und Brittany in England. Beiderseits des Kanals erstreckt sich das Reich. Auf einer Landzunge erhebt sich, hoch über den Klippen von Cornwall, die Burg Tintagel. Die Ruinen stammen aus späterer Zeit, aber die Fundamente dieser Mauern reichen bis in die Epoche von Artus zurück. Verlässliche Datierungen gibt es nicht. Um das Jahr 470 nach Christus soll der keltische König hier geboren worden sein. Unterhalb der Burg liegt eine Grotte, Merlin's Cave genannt. Sie erinnert an den sagenumwobenen Zauberer Merlin, den Lehrer des jungen Artus. Obwohl die Kelten zu dieser Zeit das Christentum anerkannt haben, bestimmen weiterhin heidnische Traditionen ihr Denken. Druidische Priester erkennen die Zeichen der Zeit und nehmen den christlichen Glauben an. Es ist der Übergang von der alten zur neuen Religion. Im Mythos vom Heiligen Gral verschmelzen heidnisch-keltische mit christlichen Elementen. Artus lebt zwischen Tradition und Neubeginn. Keltisch ist die Sage vom magischen Schwert Excalibur. Sie besagt, dass diese Waffe jeden Feind besiegt. Einer Prophezeiung zufolge macht Excalibur den, der es aus einem Stein ziehen kann, zum Herrscher Britanniens. Diese Weissagung sollte sich an Artus bewahrheiten und ihn von Sieg zu Sieg führen. Am Ende seines Lebens wird einer seiner Getreuen das Zauberschwert Excalibur einem heiligen See übergeben, ganz in keltischer Tradition. Camelot, das sagenumwobene Schloss von König Artus. Ausgangspunkt der Gralssuche. Bis heute streiten Historiker, ob es dieses Schloss wirklich gegeben hat. Wir müssen vorsichtig sein, was Camelot betrifft. Die Menschen denken oft, das war die Hauptstadt Englands zu Artus Zeiten. Aber das stimmt nicht. In allen Geschichten über Artus ist Camelot sein Hauptquartier. Aber niemand war dort vor ihm, niemand nach ihm. Ein Camelot, wie wir es aus Filmen kennen, hat es nicht gegeben. Es gab in dem dunklen Zeitalter im 5. Jahrhundert keine großen, herrlichen, mittelalterlichen Schlösser. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Hauptquartier gegeben hat. Und aus gutem Grund ist anzunehmen, dass dies Cadbury ist. Cadbury Castle. Cadbury Castle im südlichen England.
Eine hohe, von Erdwällen umgebene Anlage, von Menschenhand errichtet. Der künstliche Hügel war, so haben Archäologen nachgewiesen, im 5. Jahrhundert besiedelt. Das ist die Epoche, in der Artus herrschte. Stand auf dieser Anhöhe Schloss Camelot? Von früheren Bauten ist nichts erhalten. Archäologische Beweise, die auf den keltischen König schließen lassen, wurden nicht gefunden. Wir lassen das Stammland Britannien hinter uns und setzen unsere Suche in Wales fort. Stand Camelot auf diesem Bergrücken? Dinas Bran heißt der Ort im dünn besiedelten nordwestlichen Bergland. Die Ruinen einer Burganlage aus einer Zeit lange nach Artus überragen die Landschaft. Ein idealer Ort für Camelot, wie einige Historiker meinen. Mit Gewissheit lässt sich nur sagen, dass die späteren Autoren der Artus-Sage ein Bild von Camelot vor Augen hatten, das nicht der nüchternen Realität im Zeitalter von König Artus entsprach. Einfache, aus rohen Balken gezimmerte Palisadenburgen, ärmliche Lebensbedingungen, primitives Handwerkszeug, das ist die Welt dieser Epoche. Schloss Camelot, nichts als eine grobe Holzkonstruktion? Nach alter Überlieferung hat eine Fee den kranken Artus am Ende seines Lebens auf eine Barke geladen. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zur mythischen Insel Avalon. Avalon, das sagenumwobene Eiland. Ist Avalon, wie das magische Schwert Excalibur und das unauffindbare Schloss Camelot, Erfindung oder Wirklichkeit? In den Nebeln vor der Südküste des englischen Cornwall suchen wir Avalon. Wir suchen sie auch vor den Küsten der Bretagne. Bilder, die der Vorstellung von Avalon entsprechen. Die Fantasie hat viele Orte zur sagenumwobenen Insel Avalon erklärt. Steckt im Namen die Lösung des Rätsels? The name Avalon really means apples, an apple place. And this is der Name Avalon bedeutet Äpfel. Der Ort der Äpfel. Und wir sind hier in einem Land, wo Äpfel wachsen. Aber das Avalon der Mythologie war eine Art jenseitige Welt. Märchenland, mit verzauberten Früchten, wo die Menschen unsterblich waren. Und nach einer der Legenden war Avalon der Ort, zu dem Artus nach seinem letzten Kampf fuhr. Einige sagen, er lebe dort noch immer, er sei unsterblich. Andere sind der Meinung, da Artus hier in Glastonbury beerdigt worden sein soll, dass das wirkliche Avalon hier in der hügeligen Umgebung läge. Im 13. Jahrhundert sollen die Mönche von Glastonbury auf diesem Grab ein Hinweisschild gefunden haben mit der Aufschrift »Hier ruht Artus«. Heute nimmt man an, dass es sich um eine Fälschung handelt, um zahlendes Publikum zu der Grabstätte nach Glastonbury zu locken. Mehr als 500 Jahre nach Artus, im 11. und 12. Jahrhundert, schreiben höfische Autoren die Geschichte von Artus und der Suche nach dem Heiligen Gral auf. Die Epoche macht sich ihr eigenes Bild, losgelöst von der historischen Wahrheit. Teil der Gralsgeschichte ist die legendäre Tafelrunde, die Versammlung der ehrenhaftesten Ritter. Sie weihen ihr Leben der Suche nach dem Heiligen Gral. Nur wer dem neuen Ideal von Ritterlichkeit und Tugend entspricht, darf an der Gralssuche teilnehmen. Am Artushof bereiten sich die Ritter auf die zukünftigen Abenteuer und Kämpfe vor.
Die Epoche des Königs Arthurs ist ein goldenes Zeitalter. Es ist eine Epoche, in der die Menschen gerecht sind, wo man teilt, wo Tugend belohnt wird. Eine Welt, in der man mit dem Übernatürlichen in Verbindung steht. Eine Welt, in der man sein Leben verlängern, verbessern kann. Doch auch in diese heile Welt brechen Untreue und Neid, Hass und Eifersucht ein. Erzählt wird die Geschichte von Guinevere, in die sich der Ritter Lancelot unsterblich verliebt. Sie ist die Königin, die Frau von König Arthurs. Eine Liebe unter schlechten Vorzeichen. Die Romanze der beiden wird zum Sündenfall. Der Ehebruch durchkreuzt die Suche der Gralsritter.